Hallo und willkommen, meine Lieben, zu Animal Crossing mal wieder. So, heute ist schon Donnerstag. Die 17.51 Uhr haben wir gerade. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Leuchtturm konnten wir ab 18 Uhr mal anmachen, ne? Müssen wir das eigentlich noch? Ich weiß gar nicht, wie lange unser Job da noch geht. Oh, ich habe viel zu viel Kram. Ohoho, ich muss mal gleich Sachen verkaufen gehen. Na gut, so, wir gucken mal eben erstmal. Ein Ammonit haben wir jetzt schon 100 Mal gehabt. Abdruck eines Dinosauriers an Leben konserviert haben wir auch schon ganz oft gehabt. Und ein Trilobit haben wir auch ganz oft gehabt, okay. Brief von Rainer an Redmaker. Rasante Preise. Eine Eilnachricht von Rasenden Rainer. Ich bringe tolle Möbel und super Schnäppchen in eure Stadt. Am 20. Februar um 18 Uhr. Nicht verpassen, ein Blick genügt. Okay. Den hatten wir noch nicht hier, ne? Also ich kenne den noch. Der rasende Rainer. Unser kleiner, ja, ich nenne es mal Schwarzmarkt. Ja, das klingt aber doch nicht schlecht. Am 20. Das ist am... Was haben wir jetzt? Morgen. Okay, Freitag. Freitag kommt der Rainer vorbei. Na gut. Da bin ich mal gespannt, was das da morgen wird. Für deine Einrichtung bekommst du 8592. Das ist ein bisschen weniger wieder als gestern, glaube ich, ne? So, den schmeiße ich mal weg. Ich möchte ein bisschen Platz im Inventar haben. Wisst ihr was? Komm, ich schreibe mal eben Briefe schon mal fürs Museum vor. Das ist ja mal ein interessantes Briefpapier. Was ist das denn das? Was ist denn das für eins? Abendpapier. Okay, ja. Nee, Abendpapier hat Oktopus und Tintenfisch und Kalamari drauf. Das macht total viel Sinn. Ja, doch. Also den Sinn sehe ich auf jeden Fall, ne? Ihr bestimmt auch. So, dann kriegen wir nämlich jetzt die Fossilien hier rein. Einmal den noch. Und einmal den noch. Dap, 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 da. Dap, 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 da. So, euch kann ich mal wegwerfen. Wisst ihr was, den packe ich mir jetzt mal nach unten. Einfach nur, damit wir den nicht vergessen. Den schmeiße ich mal nicht direkt weg. Oh, steht hier irgendwas Neues? Nein, das ist immer noch die Nachricht vom Peter. Oh, Unkraut. Oh, auch Unkraut. Mann, wer macht denn das hier immer? Hier habe ich auch ein, zwei Tage nicht geguckt. Mal gucken. Hier ist alles sauber, ja. Ich hoffe mal. Ja, sieht sauber aus. Okay. Sehr schön. So, ich spare mir das mal, der Sita heute Hallo zu sagen, falls sie da überhaupt rumwuselt. Gucken wir einmal das Feld kurz an. Nicht, dass hier heimlich irgendwo das Unkraut sprießt und wir sehen es gar nicht. Du, du, du. Super Nook, hallo. Ich möchte gern Sachen verkaufen. Ist ja alles Geld. Geld nehmen wir doch immer. Willkommen, tritt ein. Ja, ich bin schon da. Ach, heute hast du Stühle im Angebot. Okay. Oh, der ist schön. Möchte ich den gleich kaufen? Wir machen erstmal Platz im Inventar, ne? Ich möchte gern Sachen verkaufen. So, da hätten wir nämlich... ja, das können wir verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Alles verkaufen heute. Ja, nee, Karpfen geben wir im Museum ab, ne? Den hatten wir ja noch nicht, glaube ich. Ja, das verkaufe ich. Ich möchte noch was verkaufen, aber... Ich darf die eingepackten Sachen nicht verkaufen. Die habe ich nämlich vergessen auszupacken. Das und das auch öffnen. Und das bitte noch öffnen. Danke. So, wie kann ich dir helfen? Verkaufen. Jawohl. Da, da, da. Einmal verkaufen alles. 3400. Ja, klar. Ist doch nicht verkehrt. Nee, mehr habe ich nicht. Der würde eigentlich auch super zu unseren Klamotten passen, oder? Ich meine, so mit den Zeichen drauf. Was, 64 Sternis? Habe ich das richtig gesehen? 64 Sternis. Krass. Das ist wenig. Ja, nehme ich lieben gerne, gerade zu dem Preis. Ist doch geil. Dann können wir ja den anderen verkaufen. Verkaufen wir den? Den Margeritenschirm? Können wir eigentlich machen, ne? Aber wir machen das. So, verkaufen. Dann zeig mal, was du hast. Den da möchte ich verkaufen. Dafür zahle ich dir 122 Sternis. Ja. Nee, mehr habe ich nicht. So, das war wirklich alles. Diesmal war es wirklich alles. Die Stühle gefallen mir zwar, aber wir haben ja eh keinen Platz in der Wohnung.
Wisst ihr was? Ich nehme mal die Blumen mit. Die pflanzen wir jetzt mal irgendwo gleich. Das ist eine Triumphtulpe. Okay. Die sind auch alle immer gar nicht teuer, weiß nicht. Ich glaube, die kosten alle so 120 Sternis. Rosenprimel, 120, ja. Die möchte ich kaufen. Vielen Dank. Jawohl, danke. So, wir gärtnern mal ein bisschen rum heute. Papagei-Tulpe, auch 120, ja. Ja, immer gerne so. Lässt du mich einmal durch? Schieb dich ja ungern weg, aber ich muss einmal da vorbei. Ich komme bald wieder vorbei, ja. So. Ja, hier bei Nuke haben wir ja schon ein, zwei Blümchen. Sogar genau zwei. Aha, ein Iglu steht hier einfach so bei den Häusern. Hallo Tano, hallo Lulu. Ihr habt auch schon Blümchen. Ich gehe mal einmal im Iglu gucken. Da drin ist aber diesmal das Licht aus. Ach, die Monique schon wieder. Ja gut, die hat ja gesagt, die klaut sich einfach die Iglus, ne? Hey, das ist mein Eintopf. Lass die Finger davon. Aber Redmaker, hättest du Lust auf ein kleines Glücksspiel? In diesem Beutel ist entweder ein Mamabär oder eine Spieltapete. Wenn du den Beutel mit dem Mamabär wählst, dann gehört der Inhalt dir völlig kostenlos. Wenn du aber den mit der Spieltapete willst, dann musst du ihn mir für 3000 Sternis abkaufen. Ich weiß nicht, das ist so viel Geld. Nee, heute mal nicht. Was, du willst nicht, du furchtbarer Feigling? Ja. Das ist halt viel Geld, Monique. Ich wollte gerade sagen, das wächst ja nicht auf Bäumen, aber das stimmt ja nicht. Manchmal tut es das ja. So, ihr nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich jetzt nicht euch Hallo sage, okay? Ist Bienchen da? Ach, Bienchen, hallo. Du bist einer meiner neuen Lieblinge direkt. Es ist schon 17 Uhr. Wie kommt es, dass ich dich erst jetzt sehe? Ehrlich, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich erwarte von jetzt an, dass du jeden Morgen vorbeikommst und mich über dein Leben informierst. Also, was willst du? Kann ich dir helfen? Mal nachdenken. Nee, tut mir leid, im Moment habe ich nichts. Frag später nochmal. Na gut. Machen wir dann vielleicht. Ach, weißt du was? Komm, euch tue ich mal ein Blümchen hier hin. Wo machen wir das denn mal hin? Komm, ich mache dir das direkt ans Haus hier. So. Du kriegst eine Triumphtulpe. Ja, die ist schön. Oh, wer ärgert sich denn da unten? Und warum? Bienchen, was hast du gemacht? So, und du kriegst eine Rosenprimel. Ah, die ist schön. Was hast du mit Toni gemacht? Toni ärgert sich. Mann, fruste ihn doch nicht. Toni, was ist los? Ah, ich kann das nicht glauben. Hör zu, ich will nicht mit dir oder mit jemand anderen reden. Nie wieder. Oh Mann. Bienchen, was hast du angestellt? Ach, richtig Stress hier im Dorf. Ein Sitzflötoid, okay. So, ja, dann lasse ich euch mal, ja. Oh Mann, der hört ja gar nicht mehr auf, sich aufzuregen. Ja, dann gehen wir einfach mal. So, ach ja, genau, wir müssen ja eh zum Museum. Ach, der ärgert sich da oben immer noch weiter. Ach ja, so leid er mir tut, es ist ja irgendwie doch putzig. So, gucken wir mal, ob wir den, jetzt wollte ich schon Krapfen sagen, den Karpfen abgeben können. Schlechten Wortspiele sind so schlecht, dass ich direkt da mit einsteige hier. Du schläfst noch, ne? Ist das nicht eh kurz vor Aufstehen Zeit für dich? Das ist doch so 18 Uhr, oder? Ja, du bist eine Nachteule, ich weiß. So, ich möchte was stiften. In der Hoffnung, dass wir es noch nicht abgegeben haben. Das weiß ich nämlich wirklich nicht. So, der Karpfen. Puh, in der Tat. Huhu, ein Karpfen, glaube ich. Selbst gewöhnliche Fische stellen wertvolle Exponate dar. Sie sind alle Teil des großen Puzzles, das wir Natur nennen. Wir werden uns gut um diesen Burschen kümmern. Oh ja, Sie können beruhigt sein. Sie können sich darauf verlassen. Ja, tiefster Dank. Noch was anderes? Nein. Unterstützung geschätzt, wahrlich, demnächst, ja, genau. Gut. Ich finde das gerade im Übrigen schade. Ich dachte, der macht das hier auch schon. Bei dem Teil, der dann als nächstes rauskam, ich überlege gerade, Wild World hieß er, glaube ich, auf dem DS. Wenn man da Fische abgibt, erzählt Eugen dann auch immer die schönsten Rezepte, wie man diese tollen Fische zubereiten kann. Das ließ mich dann immer ein bisschen daran zweifeln, ob die wirklich nur als Exponate ausgestellt werden, aber letzten Endes waren die Fische dann doch alle brav in ihren Aquarien.
Aha. Ein Fossil. Jawohl, her damit. Das hätte ich gerne. So, da ist die Linda. Hallo Linda, da kommst du auch passend raus. Ich nehme mal den wieder in die Hand und ich packe mal das Fossil auch schon mal weg. So, na, wie geht's dir so? Hey, du da, schöner Abend, nicht wahr? Sag mal, das ist das erste Mal, dass ich dich heute sehe, oder? Annette, was machst du da im Hintergrund? Was im Himmel hast du den ganzen Tag gemacht? NES gespielt? Hm, nicht ganz. Was kann ich für dich tun? Was ist so los? Ich bin froh, dich zu sehen. Würdest du mir diesen Mugu-Bonsai abnehmen? Oh, okay. Ja, klar. Mein Haus ist total voll und ich wollte ihn sowieso zur Deponie bringen. Ach ja, dann nehme ich den auch gerne. So, da kommt die Annette angeschlichen, aber ich mach mal eben hier bei der... die ist aber schön rot. Bei der Linda mal eben ein Blümchen pflanzen. Hey, du da, schöner Abend, nicht wahr? Sag mal, dies ist das erste Mal, dass ich dich heute sehe, oder? Was im Himmel hast du den ganzen Tag gemacht? NES gespielt. Sag mal, wisst ihr jetzt alle, dass ich hier eigentlich ein kleiner Nerd bin? Es muss auch einen Grund geben, weswegen du hierher kommst. Plaudern wir. Hast du gemerkt, dass alle hier in der Gegend die ganze Zeit kurzärmelige Sachen tragen, sogar im Winter? Manche Leute mag das ja nichts ausmachen, aber mir wird immer zu kalt. Ob sie wohl ihre Körper abhärten, um die Kälte ertragen zu können? Ja, vermutlich. Den Spruch habe ich die Tage auch schon mal von wem gehört, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr von wem. So, wir gucken mal hier vorne lang. Wie spät haben wir das denn jetzt eigentlich? 18.02 Uhr, okay. Dann sollten wir gleich zum Leuchtturm gehen können. Erstmal machen wir natürlich aber da noch das Fossil. Also, wenn es ein Fossil ist, sehen wir ja. Ja, doch. Naja, in der Regel sind es Fossile. Du. So, sollte hier nicht irgendwo Bill wohnen? Theoretisch, ne? Ich höre aber keine Schritte und das Licht ist aus. Der ist bestimmt gar nicht da. Ja, das habe ich mir doch gedacht. Meistens hört man sie ja dann doch irgendwo rumlaufen auch. Ach was. Was ausgegraben? 1000 Sternis, wisst ihr was? Heute gönne ich mir den Spaß mal wieder. Die vergraben wir jetzt wieder. Nee, nicht das Fossil. Das da. Tada. So, ein potenzieller Geldbaum. Schaden kann das nicht. Geld brauchen wir sowieso immer. So, haben wir hier was Feines? Ist hier was Spannendes? Nein? Okay. Ach, da versteckt sich Bill. Hi. Ach, was stehst denn du hier so rum? Hey, wie geht's? Hör mal, ich habe mich gefragt, hast du dich inzwischen mit jemandem richtig angefreundet? Wirklich? Prima, es ist wahr. Lieber einen netten Nachbarn nahe bei, als ein Bruder, der weit weg ist. Nun, ich finde Brüder in der Tat wirklich wichtig, ob sie nun weit weg sind oder auch nicht. Und Kumpel auch. Der Spruch ist Mist. Ja. Den hatten wir auch schon mal irgendwann, der war auch schon mal Mist, aber ist okay. Ich suche nach einem Trainer für meine neue Mannschaft, für die Sportart Baseball. Kennst du jemanden, der für diesen Job geeignet wäre? Hey, warte mal, wer ist mit dir? Willst du der Trainer sein? Ich hab nicht so viel Ahnung davon, aber wenn du meinst, ich bin der Richtige? Das ist cool. Und jetzt? Muss ich irgendwo einen Vertrag unterschreiben oder so? Nein? Okay. Naja, gut. Mit Bill machen wir das einfach so mit Handschlag oder so. So, wir sind jetzt Trainer. Na gut. Oh. Ah, doch richtig gesehen. Unkraut. Du. Hallo, Herr Wachtmeister. Ihr habt gehört, da soll morgen so ein rasender Rainer kommen. Ja, ich bin ganz vorsichtig. Ah, wie kann Wachtmeister Harry behilflich sein? Mal gucken, ob er mir was dazu erzählt. Dann können wir ja mal nachfragen, ne? Du möchtest wissen, ob etwas Interessantes vorgefallen ist. Seltsam, was du fragst. Kürzlich ist mir ein Prospekt in die Hände gefallen, das das Möbelgeschäft vom rasenden Rainer anpreist. Leider habe ich am 20. Februar Dienst. Es ist enttäuschend, aber wenn die Pflicht ruft, ist Harry zur Stelle. Wir Polizeibeamte müssen enorme Opfer für die tierische Bevölkerung darbringen und für die menschliche. Ja, da ist was dran. Aber ich kann ja mal gucken, ich kann ja was mitbringen. Wenn das geht. Wahrscheinlich eher nicht. So, ist irgendjemand hier am Dorfplatz? Gibt's hier wen? Möchte hier einer was? Haben wir was Besonderes? Nein. Na gut, es war ein Versuch wert. Ja, hier unten wird bestimmt auch nichts sein. Ich könnte mal
ein Loch neben einen Stein graben, den ich eigentlich nur anklopfen wollte. Das vergesse ich nämlich auch mal, dass man das machen kann. Ach ja, was sagen denn die Palmen? Wir haben doch ein, zwei neue gepflanzt. Die sagen auf jeden Fall, dass wir ein Fossil ausgraben. Oh nein, wir graben einen Geruiden aus. Ein Glukoid, okay. Können wir auch mal noch zu Hause hören, wie der so klingt. Oh, ich sehe schon, eine Palme ist leider im Eimer. Na gut, so machen wir die direkt einmal weg. Ah, die geht aber auf, okay, sehr schön. Das finde ich schön. So, und wie sieht es hier aus? Hatten wir hier nicht noch welche gepflanzt? Am Leuchtturm gucke ich gleich. Ach, die geht auch. Ja, das ist doch schön. Na, dann hat sich das doch gelohnt. Ein, zwei kleine Palmen mehr. So, gehen wir mal gucken. Ja, da kann ich noch rein. Okay. Ich weiß gerade echt nicht mehr, wie lange wir das jetzt noch machen müssen. Ich meine, mich erinnern zu können, 5 Tage müssen wir das machen. Aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, wann fing denn der Job an? Das war. Ach, ja, wann war das denn? Korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich glaube, den Tag, wo wir auch zur Insel gefahren sind, das war letzten Freitag. Da hat der Turtle uns angesprochen. Und ich meine, 5 Tage sind's. Das heißt ja dann Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Dann sind wir eigentlich schon drüber, oder? Ach, keine Ahnung. Ja, wir gucken mal einfach. Das wird irgendwann ist es dann vorbei. Irgendwann können wir da nicht mehr rein. Und dann werden wir wahrscheinlich den Turtle auch wiedersehen, wenn er aus dem Urlaub zurück ist. Ach, das gefällt mir echt gut mit den Palmen hier. Das ist echt schön. Die ist auch kaputt gegangen. Schade. Komm, weißt du was? Dann holen wir uns jetzt eben Palmen. Kokosnüsse meine ich. Dann pflanzen wir doch eben ein, zwei neue. So, einmal da. Und die nehme ich auch noch mit. Jawohl, her damit. Ich überlege gerade, wie viele Felder sind denn hier dazwischen? Eins, zwei, drei Felder? Hallo Tamara, dir sage ich natürlich Hallo. So, du gehörst also zu diesen seltsamen Nachtmenschen, nicht wahr? Eine Kreatur der Nacht, ja. Ach, als du jung warst. Nein, was rede ich denn da? Ich bin noch keine alte Frau, ich habe noch ziemlich viel Power. Ja, hast du. Ich werde dir nicht widersprechen. Ich habe mir neulich einen Wildwestzaun gekauft, aber leider passt er nicht zu meinen anderen Sachen. Nun, da dachte ich, du hast doch einen Mugobonsai. Und der würde bei mir prima reinpassen. Hast du Lust zu tauschen? Ja, klar. Na klar, habe ich Lust darauf. Toll, das macht dir wirklich nichts aus. Du bist total nett. Ja, so bin ich. Mit dir doch sowieso. Ich finde es super, wenn wir einfach so tauschen. Ich könnte mir die Sachen sonst nie leisten. Sag Bescheid, wenn du noch etwas tauschen willst. Ja, mache ich. Mache ich, mache ich. So, dann gucken wir mal. Ach, ist das Loch verschwunden? War das hier nicht eigentlich? So, wo machen wir die denn mal hin? Hier wieder. Ja, da klingt auch okay. So, einmal bitte vergraben. Ich überlege gerade, ob ich hier eine Kante noch einsetzen möchte. Nee, aber das dann. Nee, komm, das reicht so. So, ich guck mal hier vorne. Ja, die zwei reichen da auch, glaube ich. Alles andere wäre ein bisschen übertrieben. Ja, die wächst zum Glück. Dann machen wir hier eine hin. Da hat man, glaube ich, das letzte Mal auch vergraben, ne? Mal gucken. Irgendwann wird es schon aufgehen. Das ist ja nun mal auch zufällig. Dann machen wir hier direkt einen hin. Wir kriegen das ja schon hin. Das wäre eine richtig schöne Strandpalmen. Promenade hinkriegen. Und dann machen wir da direkt noch eine Palme. Wir versuchen zumindest. Wenn es nicht funktioniert, mein Gott, dann. Oh, hi. Hallo. Kann ich irgendwie. Da komme ich doch gar nicht dran. Was soll denn das? Ja. Tschüss, Geschenk. Tschüss. Ja, Team Rocket is blasting off again. So, mal eben das dahin, ne? Okay, gut. Dann weiß ich jetzt gerade gar nicht, was machen wir denn jetzt mal? Wir haben ein paar Blümchen gepflanzt. Soll ich mal die Axt holen? Ach, die habe ich im Inventar, okay. Ja, dann könnten wir das eigentlich mal machen, ne? Gucken wir mal, wo so ein bisschen.
Bisschen viele Bäume stehen. Ja gut, ich meine, hier stehen jetzt auch direkt viele Bäume, aber da ist es auch nicht so schlimm, finde ich. Da ist ja so nichts. Können wir mal eher gucken, dass wir jetzt an einer Stelle vielleicht ein bisschen was wegmachen, wo wir ja eh regelmäßig lang müssen. Also hier das kleine Wäldchen, sowas, das kann ja gerne stehen bleiben. Ja, das nehmen wir natürlich auch mit. Nee, warum soll man das liegen lassen? Und wenn es alleine potenzielles Geld ist, mal abgesehen davon, dass wir auch noch ein paar Sachen im Museum abgeben können. Ich finde aber, dass wir eigentlich, also wenn ich überlege, wie kurz in Anführungsstrichen wir eigentlich jetzt erst hier zugange sind in dieser Stadt, ja, auf den Tag genau 19 Tage nämlich, dann würde ich sagen, haben wir bis hierhin, aber bis jetzt zumindest ein paar ordentliche Fossilienfunde schon gehabt und schön was abgegeben für die Sammlung. Fehlt natürlich noch einiges, gerade Fische fehlen ja natürlich noch einige, aber ich habe auch gar nicht so viel geangelt bisher. Das können wir eigentlich auch mal machen. Machen wir demnächst mal einen großen Angeltag oder sowas. So, hier ist ja eigentlich auch so gar nichts. Ja, da ist noch ein Loch. Das graben wir natürlich einmal aus. Nee, nicht daneben graben. Du musst schon richtig zielen. Also ich muss richtig zielen. Ach, das ist auch wieder ein Gyroid. Okay. Ja klar, nehme ich doch auch mit. Da will ich mich ja nicht beschweren. Wisst ihr was? Eigentlich kann ich die Axt auch schon mal in der Hand nehmen, ne? Das ist ja eh der Plan. So, ich sehe zwar jetzt aus wie ein kleiner gefährlicher Massenmörder. Mit der Axt durchs Dorf. So, Axtmassaker in Yokosuka. Klingt nach einem interessanten experimentellen Indie-Japaner-Horrorfilm. Würde ich wahrscheinlich sogar gucken. Ich kenne mich und meine Liebe zum Trash im Zweifelsfalle. Nee, man kann auch mal schlechte Filme gucken. Manche Filme sind ja dann wieder so schlecht, dass sie schon wieder witzig sind und das finde ich dann auch sehr unterhaltsam. Ja, ich höre irgendwo hier eine dieser Dinger wieder. Maulwurfsgrille war das, glaube ich. Hallo Rex. So, ich mag mal schauen. Ich glaube, hier vorne war doch so eine Stelle. Ja, hier ist nämlich so total zugewuchert. Zum Beispiel, das ist doch mal so eine Sache. Wie machen wir das denn mal? Also hier möchte ich jetzt mal ein, zwei Bäume weghaben. So, einmal, zweimal. Ein Baum fällt. Eins, zwei und drei. Eins, zwei, drei. Der ist auch weg. Eins, zwei und nochmal. Komm, und machen wir mal den da weg. Eins, zwei und drei. So, wir machen natürlich die Baumstümpfe aber auch brav weg. Ne, die sind ja ordentlich. Die kann man nämlich auch noch ausgraben. Ja, die Kraft hätte ich gerne, du ey. Mal ebenso das Wurzelwerk von so einem Baum ausgraben. Ja, willkommen bei den Videospielen. Realismus? Wen interessiert Realismus? Wer will denn sowas? So, das da raus und ich mache mal auch noch weg. So, das sieht schon mal ein bisschen besser aus, würde ich sagen. Ich überlege gerade, nehme ich hier noch einen weg? Ein, zwei, den da? Doch, komm, ich hau den da unten noch weg. Dann kann man hier auch ein bisschen durchgucken, ne? Das ist so ein enges Dickicht. Das macht irgendwie Sinn. Hep. Einmal weg damit. Ja, das sieht ein bisschen offener und lichter aus. Das ist ganz okay, denke ich. So, gucken wir mal rum, wo wir hier noch was haben vielleicht. Ach, hier sind auch so viele, ne? Hier komme ich schon gar nicht ganz durch. Oh, seht ihr das schon? Die Axt hat ein paar Macken. Eins, zwei und drei. Und ich mache mal auch weg. Eins und zwei und Nummer drei. Da ich hier gerade gar nicht so durchkomme, wie ich das gerne möchte, machen wir auch dich weg. Ja, die hat schon ein paar ordentliche Macken.
So. Wenn wir hier so ein bisschen Platz schaffen, zieht ja vielleicht der eine oder andere sogar direkt in diese Felder rein, weil die jetzt so schön sind. Man weiß es ja nicht. So, gehen wir mal da noch lang. Ja gut, hier ist ja nur das Grünzeug, da wächst ja dann nichts. Ach, Felix, hi. Die habe ich ja jetzt auch ein paar Tage gar nicht Hallo gesagt. Wie geht's dir? Mal sehen, du bist. Nein, nein, sag nichts. Threadmaker, richtig? Mann, wenn du um diese Nachtzeit unterwegs bist, musst du völlig verpennt haben. Was gibt's? Ich mag ein bisschen labern. Gerade hatte ich was. Warte mal. Nein, doch nicht. Tut mir leid. Oh. Na gut. Der ist so putzig klein. Der versinkt hier komplett in den Gestrüpp. Das finde ich irgendwie total niedlich. So, ja. Die lassen wir, wie es ist. Ja, lasse ich erstmal, wie es ist. Genau. Ach, guck mal. So gerade eben noch gesehen. Ein Fossil. Yay. Gut, ja, hier nehme ich auf jeden Fall auch mal noch ein paar weg. Mal gucken, wie lange die Axt noch hält. Ewig wird sie nicht halten. Da fällt direkt das Geld raus. So, der Baum fällt noch im Hintergrund und ich schaufel schon mal die Wurzel raus. Jetzt sind wir nämlich auch ein bisschen zu nah am Haus hier, das ist ja auch doof. So, die Axt bitte wieder her. Ja, hier kommt man gar nicht vernünftig durch. Doch, die machen wir mal weg. Eins, zwei und drei. Kriege ich dich noch weg? Bevor die Axt kaputt geht. Ja. Wir machen hier heute ordentlich einen Kahlschlag. Was ja aber nicht verkehrt ist, ne? Muss ja auch sein. Manchmal wuchert hier alles, auch die Bäume. Wir können ja an anderer Stelle auch wieder welche pflanzen. So ist es ja nicht. So, komm, da machen wir jetzt auch noch einen weg, weil mir das auch ein bisschen zu eng aussieht hier alles. Eins, zwei und nochmal. Eigentlich möchte ich dich noch weghaben, glaube ich. Ja, so, das gefällt mir schon mal besser. Alles mal ein bisschen offener und heller gestalten hier. Nimmt uns ja auch keiner übel. Im Zweifelsfall können wir auch neue Bäume pflanzen. Also falls irgendwo jetzt zu wenig sein sollte, ist das ja kein Problem. So, ja, so ein paar müssen schon stehen bleiben, ne? Die drei Stück lasse ich mal. Oh, das Unkraut. Das machen wir natürlich auch noch weg. Wo wir hier schon gerade für Ordnung und Sauberkeit sorgen. Das ist hier okay, denke ich. Ja. Ja. Die paar lasse ich auch stehen. Den einen mache ich mal weg hier. Die eine Tanne hier oben. Eins, zwei und drei. Oh. Oh, seht ihr das? Der hat schon eine richtige Kerbe drin, jetzt meine Axt. Ja, lange hält die nicht mehr. Die ist gleich durch. Aber das ist ja nicht schlimm. Da können wir ja irgendwann dann eine neue holen, wenn wir sie brauchen. Oh, hier sind auch so viele. Gut, hier laufen wir jetzt auch fast nie lang. Aber da fällt mir gerade ein, zum Thema laufen wir nie lang, aber wir laufen hier oben doch regelmäßig lang. Ja, hier ist nämlich ganz viel. Komm, dann machen wir da nochmal ein bisschen Kahlschlag. So, einmal das. Ja, heute machen wir reine Forstwirtschaft. Was ja nicht verkehrt ist. Haben wir mal was Produktives hier, ne? Kommen wir ja irgendwie so selten zu, mal produktiv zu sein, sozusagen. Warum guckst du den Baum so an? Ist da was drin? Da werde ich ja neugierig. Nee, aber wenn man einen Baum schüttelt, dann hört man den Zug tuten. Okay. Warum auch nicht? Vogelkäfig. Na gut. Und eine Retroanlage. Ja, komm, ich nehme alles mit. Kann ich alles verkaufen. Na gut, so, genug des Bäumeverprügelns, würde ich sagen. Wir sind ja hier nicht bei Minecraft. Dann bringe ich mal eben die Sachen zur Post. Und dann könnte ich eigentlich gleich Feierabend machen. Wir können uns ja mal morgen vorsichtshalber eine neue Axt kaufen. Hallöchen, hallo Pelli. Ach, ich mag dich. Du bist immer viel freundlicher als deine liebe Schwester, die dann später da ist. Ach ja, schön. Möchtest du noch einen versenden? Yes, möchte ich.
Vier Stücke haben wir jetzt diesmal. Ja, das geht ja noch. Ist ja nicht so viel. Und noch einen, ja. Den da. Und einen haben wir noch gleich. Möchtest du noch einen versenden? Jawohl, einer ist noch da. Den da, bitteschön. Ach ja, schön. Möchtest du noch einen Brief versenden? Nein, danke. Ach wirklich, komm bald mal wieder vorbei. Ja, das werde ich machen. So, dann ja, dann wandere ich jetzt einfach mal nach Hause. Ja, mal gucken. Morgen ist der Rainer da. Da bin ich schon gespannt. Mal gucken, was der da so alles haben wird. Ihr kennt den ja hier eh noch nicht. Also gut, falls ihr es mal irgendwann gespielt habt, kennt ihr den. Oder irgendein Animal Crossing-Teil, den gibt es ja auch später. Aber ja, dann machen wir an der Stelle jetzt erstmal Feierabend. Und dann würde ich sagen, ich danke euch schon mal fürs Reinschauen. Und wir sehen uns morgen wieder. Und gehen dann mal ein bisschen shoppen. Das wird bestimmt gut. So, ne? Dann bis morgen erstmal. Ich wünsche euch was. Ciao.